Ich heiße euch erneut herzlich willkommen bei unserem Projekt Venuszauber. Und wie im letzten Beitrag versprochen, geht es heute um eine neue Wohnform, im Speziellen um unsere Domrundhäuser, die in der Ferienanlage Venuszauber am See entstehen werden. Doch zunächst, was sind eigentlich Domrundhäuser? Bereits in früheren Zeiten haben Naturvölker aus gebogenen Zweigen runde, kuppelförmige Behausungen, ganze Säle erbaut, wo Großfamilien drin gelebt haben. Dann in späteren Zeiten wurde diese Bauform in der sakralen Baukunst aufgegriffen. Warum? Weil man erkannt hat, dass in dieser Rundform ganz spezielle Energien entstehen, die man sich zunutze machen wollte. So, dieses Wissen um diese Bauform, wenn man genauer hinschaut, finden sich viele Elemente aus der heiligen Geometrie wieder. Wenn man dann weiter untersucht, stellt man fest, dass in den Maßen überall der goldene Schnitt, die Fibonacci-Reihe, wieder zu entdecken ist. Das heißt, Maße formen, so wie sie in vielen natürlichen Formen, in Pflanzen, in der Tierwelt immer wieder vorkommen und selbst Proportionen in unserem menschlichen Körper entsprechen in ganz vielen Bereichen diesem goldenen Schnitt. Das Besondere der Domrundhäuser in seiner Auswirkung auf uns ist eigentlich das Raumgefühl, was entsteht. Es gibt sozusagen keine oder kaum Ecken und dadurch entsteht ein Energiefluss von, ja, ich sag mal, sehr feinen Energien, die sich auf unser Wohlbefinden positiv auswirken, die, ich sag mal, unseren Geist, unsere Physis zur Ruhe kommen lassen. Es fällt leichter, sich zu zentrieren, sich zu entspannen und dann auch der Schlaf ist wesentlich erholsamer. Damit diese positiven Effekte nicht wieder teilweise aufgehoben werden, achten wir bei unseren Domrundhäusern ganz konsequent darauf, dass wir baubiologisch unbedenkliche Materialien verwenden. Die Hauskonstruktion an sich besteht schon aus runden und gebogenen Holzspanten als Tragwerkskonstruktion. Ausgefüllt werden die Wände zur Isolierung mit baubiologischen Materialien wie Hanfstroh bzw. Zellulosematerialien. Die Außen- und Innenverkleidung ist jeweils aus Holz bzw. im Innenbereich werden wir auch mit Lehmbauplatten, Lehmputz arbeiten. Die Außenverkleidung, wie man auf den Fotos im Hintergrund sehen kann, vorwiegend aus Holzschindeln. Insofern werden wir einen durchgängig baubiologischen Aufbau der Häuser haben. Auch bei der Fundamentierung achten wir sehr darauf. Wir machen also keine Betonbodenplatte, wo man Stahlarmierung einbauen würde normalerweise. Wie wir wissen, entsteht dadurch eine Antennenwirkung und mit heute unseren ganz dichten elektromagnetischen Feldern gibt es eine zunehmende Sensibilität bei vielen Menschen gegenüber dieser Antennenwirkung, die durch Stahlbeton entsteht. Deswegen nur punktuell Streifenfundamente und der Fußboden wird mit einer Holzbalkenlage hergestellt. Es werden insgesamt 12 Häuser auf einem 5000 Quadratmeter Grundstück entstehen, direkt am Tollensesee gelegen, eingebettet in eine wunderschöne Naturlandschaft. Und das Grundstück selbst hat durch seinen alten Baumbestand ohnehin schon einen parkähnlichen Charakter. Und deswegen ist es uns ein wichtiges Anliegen,
die Außenanlage auch wirklich parkähnlich zu gestalten, sprich eine Gesamtgestaltung hinzukriegen, sodass es eine gemeinschaftliche Anlage wird, eingebettet, integriert auch eine biologische, vollbiologische Kläranlage für die Abwässer. Also durchgängig auf jeden Fall ein Konzept, wo man sich in der Natur wohlfühlt und von natürlichen Materialien umgeben ist, um so wirklich auch ein in sich insgesamt stimmiges Wohlgefühl entstehen zu lassen. Wer nun Interesse hat an unseren Domrundhäusern, die quasi ab sofort zum Verkauf stehen, kann sich gerne bei uns melden. Weitere Informationen gibt es natürlich auf unserer Homepage venuszauberamsee.de, die wir gleich auch noch einblenden werden. Und darüber hinaus stehen wir natürlich auch gerne jederzeit persönlich für Beratungen und Fragen zur Verfügung. Wichtig noch zu wissen, diese Häuser sind natürlich auch hervorragend geeignet, um sie als Ferienhaus auch weiter zu vermieten, sprich nicht nur für die Eigennutzung. Obwohl es noch keine Häuser gibt, haben wir jetzt schon seit Monaten laufend immer wieder Anfragen von Menschen, wann kann ich bei euch in diesem Haus, in so einem Haus Ferien machen. Das heißt, wir kümmern uns auch für euch um die Vermietung in Zeiten, wo sie nicht selbst genutzt werden. Mit einem Rundum-Sorglos-Paket kümmern wir uns um alles, von der Vermietung bis über die Reinigung und Wartungsarbeiten und so weiter, alles, was im Außenbereich nötig ist an Pflege. Alles das nehmen wir euch sozusagen ab, und sodass wir im Prinzip nur eine regelmäßige Abrechnung machen, und das Geld landet bei euch auf dem Konto. Und ansonsten könnt ihr natürlich jederzeit gerne das Haus selbst nutzen, und alles andere wird von uns in Absprache mit euch gerne übernommen. Das soll es für heute gewesen sein, und bei einem nächsten Video geht es dann um das Thema Gemeinschaft innerhalb des Projekts Venuszauber. Vielen Dank für heute, bis zum nächsten Mal.